Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal WOT Kleiner Panzerfreund. Und heute darf ich wieder ein Gast-Replay kommentieren. Und zwar hat es mir der Spieler Stahlfix zur Verfügung gestellt. Er spielt den T1 Heavy. Das ist ein schwerer Panzer der Amerikaner, Tier 5. Und wir befinden uns auch in einem Standard-Tier 5 Gefecht. Und zwar auf der Karte Severogorsk. Die Siegeschance liegt bei 32%. Das heißt, der Stahlfix, der muss sich da recht mühen, um das Ganze noch für sich zu entscheiden. In dem Spiel sind auf jeder Seite 9 Fünfer Panzer und auch Vierer, aber ich sehe keine Dreier. Müssen wir gleich mal gucken, ob es dem Stahlfix gelingt, Grüße aus der Hölle zu schicken. Stahlfix entscheidet sich, über die rechte Flanke nach vorne zu stoßen. Ein T25, das ist ein mittlerer deutscher Panzer, auch ein Fünfer. Der ist schon vorangefahren und deckt einen Kampfpanzer 3-4 auf und kriegt auch schon gleich mal eine Kille eingefahren mit 110 Damage. Der T25 fährt zurück. Oh, das ist jetzt bitter. Er fährt einmal vor und kriegt gleich den Drehkraftverschuss. Das heißt, Stahlfix setzt jetzt sein Reparaturkit ein, gleich am Anfang des Spiels. Und der ist jetzt mal weg. Da vorne sehe ich jetzt einen T-34, einen Wolverine, ein Stück und ein Kampfpanzer 3-4. Wir haben auf unserer Seite den B1, den T25, den Stahlfix und auch ein T34. Also da oben ist es recht ausgeglichen, würde ich mal sagen. Sehr schön. Ziemliches Gedränge, was macht denn der B1 da mit seiner Erbsenkanone? Wirkungstreffer. 2-5. Wir haben schon 3 Fünfer verloren. Oh, 3-6. Und Churchill ist auch schon weg. Okay. Vier zu sieben. Ich sehe jetzt die Panzer-Selbstfahrlafette 4B. Das ist eine deutsche Artillerie der Stufe 4. Hat schon 2 Abschüsse zu verbuchen. Das bedeutet, der Spieler, der weiß, was er tut. Ich würde jetzt an der Stelle vom Stahlfix mich ein bisschen bewegen. Denn wenn die Arti sich mal hier eingeschossen hat, dann führt es gleich zu Hitpoint-Verluste. Okay, der T-34, der hat jetzt noch 110 Hitpoints. Also das ist jetzt sehr wahrscheinlich ein One-Shot, der muss jetzt den Ball flach halten. Der Kampfpanzer 3-4 ist bloß noch ein One-Shot. Die Gegner haben 2 Fünfer verloren und 2 Vierer. Und wir haben 6 Fünfer verloren und 3 Vierer.
Ja, was jetzt der Stahlfix macht, ist es genau richtig. Er muss jetzt gucken, dass er die rechte Flanke säubert. Die Base wird schon gekappt. Wenn man nämlich auf die Minimap schaut, sieht man, dass die Stuppen der Typ 34 runtergefahren sind ins Tal. Wir haben gemerkt, dass sie jetzt da oben nicht weiterkommen und probieren es jetzt über die Mitte. Die Stahlfix macht es genau richtig. Der stellt sich da oben hin. Ich will jetzt gerade mal kurz anhalten und zeigt dem Feind von unten seine Frontseite oder auch die Seite, aber trotzdem ist es alles, nennt sich Hull Down, also den Berg, die Seite abgeneigt, und dadurch wird die Panzerung durch den anderen Schutzwinkel verstärkt. Also ich würde jetzt mal überschlagen, der hat da vorne jetzt effektiv eine 120er Panzerung. Stimmt noch ein gut auf den Weg. Der Wolverine, der hat es noch gar nicht geblickt. Er ist auch weg. Sehr schön. T1 Heavy hat es auch nicht gepeilt. Jetzt richtet er aus, aber zu spät. So, jetzt muss der Stahlfix schauen, dass er die Base resettet, denn der T14, der kriegt Treffer. Der hat eben gerade 118 Hitpoints abgezogen bekomme. Ich glaube, der macht da nichts, der macht da wenig, der T14. Steht 9 zu 11. Sieht jetzt wieder recht hoffnungsvoll aus. Da ist er, der M4. Der Capt, der muss mal jetzt gucken, dass man resettet. Sehr schön. Jetzt ist der T34, der vorhin dem Stahlfix auf der rechten Seite gegenüber stand. Der ist jetzt auch weg. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir ist jetzt noch ein Kampfpanzer 4. So. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Der ist auch wieder weg. Da hinten der M3 Leader wird es anscheinend auch wissen. Er macht's aber recht geschickt. Er fährt rückwärts raus. Der hat ja die Kanone auf der rechten Seite. Aber es hilft ihm nichts. Er wird zurück in die Garage geschickt. Jetzt steht's 13 zu 13. Der Gegner hat noch einen Sherman und die Arti, die mittlerweile 4 Kills hat. Und wir haben noch einen T14. Der hat nicht mehr allzu viele Lebenspunkte. Und der Stahlfix hat mittlerweile 7 Abschüsse und seinen Krieger sicher. Jetzt haben beide beschossen. Die Arti mischt jetzt auch mit, man sieht es hier an der Einschläge. Wir haben sie böse erwischt. Ziel erfasst. Wo sind sie hin? Okay, den hat sich jetzt der T14 geholt. Naja, okay, hat er auch einen Kill. 14-13. Sie kann jeden Moment reißen. Und jetzt gilt es darum, dieses Ungeziefer auszurotten. Und auf der Minimap sieht man, dass die Arti an der Base steht. Was macht denn der T14? Ja, der fährt halt durch die Walachei. Okay. Das ist anscheinend ein Spieler, der noch nicht die große Erfahrung hat.
Ja, vielleicht ist es gar nicht verkehrt, er bleibt in der Nähe von der Base stehen. Bewegt sich aber jetzt langsam durch den Graben. Stahlfix hinterher. Stahlfix macht jetzt ganz geschickt. Er fährt durch den Graben. Der Graben verschafft ihm Deckung. Und wenn die Arte jetzt noch hier an der Base steht, dann kriegt sie gleich ihr Fett weg. Ja, genau, da ist sie. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Sehr schön. Stahlfix hat 8 Kills, hat 2074 Damage gemacht und den Sieg geholt. Und jetzt gucken wir uns gleich mal anschließend die Gefechtsauswertung an. Ja, das war ein Sieg. Er hat 30.112 Credits bekommen, 2734 Erfahrung. Die Ridley Wall, das Medaille, die bekommt man für 8 oder 9 Abschüsse. Stahlwand, Verteidiger, Großkaliber und Krieger. Und natürlich das Panzerass bzw. den Meister. Er hat 36 Schüsse abgegeben, davon haben 26 getroffen. Das ergibt eine Trefferquote von 72,22%. Er hat 17 Schaden ermöglicht und 2074 Schaden verursacht. Und wenn man oben rechts in der Gefechtsauswertung schaut, dann sieht man, dass für dieses Gefecht die Siegeschance bei 31% lag. In der Teamauswertung ist er mit seiner Leistung auf Platz 1. Er hat 26 direkte Treffer setzen können und 24 Durchschläge zu verzeichnen. Er hat 1395 mit seiner Panzerung abgewehrt, Gegner entdeckt hat er 2, Gegner beschädigt 10 und zerstört 8. Er hat für die Verteidigung der Basis 154 Verteidigungspunkte bekommen und hat 2,23 Kilometer zurückgelegt. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich über Likes und Kommentare freuen und natürlich über viele, viele Abonnenten. Und sagt mal wieder Tschüss, euer WOT, kleiner Panzerfreund, bis zum nächsten Mal.